Ah, wir haben uns nicht alle Knochen gebrochen beim Absprung, das ist doch schon mal schön. Das freut mich jetzt schon mal, prinzipiell. Oh, okay, Typ, ich glaube, du musst nur an deiner Lauftechnik arbeiten, das sieht nicht gesund aus. Wie der sich da vorwärts geschoben hat, naja. Hübscher Park hier. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. Mm-hmm. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Sie hat immer irgendein Spiel, ne? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Okay. I know all the world's a stage and shit, but I'm not an actor. Really? I see you acting like you're tough all the time in school. Oh. Right? That's... Damn it. This game involves Stark. Spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire ja. It up. Na dann. Ja, das ist ja super. That blows. Out of order. Wow, natürlich. Shit. Das können wir so festhalten, ja. Hast du noch ein Quarter? Quarter. Ah. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Okay, na dann. Mikey. Rachel really oh. wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Auf jeden Fall, ja. Okay, warte, was hat Mikey geschrieben? Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Ach, das ist sein Bruder. Oh ja, gut. Nur die meiste Zeit? Fake ist es. Okay. Ha. Krass. Ja gut, Rachel ist ziemlich schnell, jetzt ist mir das Wort entfallen. Nicht eingeschnappt, aber sie regt sich schnell über solche Kleinigkeiten auf, kann das sein? So, die wirkte gerade echt ziemlich tiltet, dass das Ding nicht funktioniert. Hm. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be set free. Na gut, sieht leider ziemlich massiv aus, das Ding. Huh. Ah, wobei. Be able to pry it open with the right tool. Ja, das könnte durchaus funktionieren. This whole day is out of order, but in the best possible way. Mhm. Yeah, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Ja gut, das lese ich jetzt nicht. Das ist nein. Looks so. Like this one might actually be working. Okay, schön. Echt schön hier, ne? Da hinten das Meer. Hier vorne so ein bisschen Park. Gut, die Straße, da bräuchte ich es nicht unbedingt, aber hey. Hat was. Ja. That is the look of a person who is used to getting what she wants. Ja. Wonder what that feels like. Sag ich ja, die ist relativ schnell eingeschnappt dann. Wenn sie es nicht bekommt. Sollen wir jetzt mit ihr reden, oder? Ach, machen wir einfach mal schauen. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Mm-hmm. Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? Ja, nee. Ich glaube nicht. I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right.
Sure, let's try it. Nein, das Ding geht drauf, mach das nicht. Die geht auf jeden Fall dabei drauf. Victoria, was will die denn von mir? Chloe Price. Ich habe abgefuckte Sachen von Nathan über dich gehört. Für wen hältst du dich? Er braucht dich nicht, du dumme Schlampe. Geh wieder in deine Wohnwagen. Nebenbei, Rachel Amber hat dich gestern verarscht. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn sie jeder mit dir spricht. Oh, scheiße, wie konnte ich das übersehen? Ich bin ja so verletzt. Das ist erst der Anfang, Biststück. Wir hätten auf jeden Fall ihre Hausaufgaben sabotieren sollen. Fuck, what the hell? Was ist denn da jetzt los gerade? Hat die ein Auge auf Nathan geworfen? Also ich meine, ganz offensichtlich hat sie das. Aber krass. Wie sie einfach so abgefuckt ist, nur wegen Nathan. Naja, gut. Ein Hafen ist ein Bereich an einer Meeresküste oder am Ufer eines Flusslaufes oder Sees, an dem Schiffe anlegen können. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, absolut. Danke für gar nichts. Was zur Hölle? I've got a new tool. Oh Gott, ich liebe Alexa. Oh Mann. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Ja, wahrscheinlich. Stimmt, warum hat der Typ eine Axt dabei? Ich meine, der sieht mehr aus wie so ein Seefahrer mit diesem, wie heißt das Ding da, Sektant. Und warum hat er da eine Axt? Naja, whatever. Graffiti, klar, kann nicht schaden. Also ich bin ehrlich gesagt sehr versucht, die Nagelfeile nicht zu benutzen, weil ich bin mir sehr sicher, dass sie abbrechen wird. Sextant, sage ich doch. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass man den nicht so schreibt, oder? Naja, wobei, keine Ahnung. Na gut, mach mal. Mal gespannt, was das jetzt wird. Stop sextanting the interns. Okay, alles klar. Sehr schön. Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Northwest Valor. Ladies at though. Probably sure. At home, washing laundry and spitting out kids. Fuck you, Dwight. Okay. Ja, Explorer Ladies, dann wäre Arya Stark was für dich, ne? Aber gut, noch eine Infotafel. Nee, kein Bock, das zu lesen. Gar kein Bock, das zu lesen. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich die Nagelfeile nicht verwenden, weil ich bin mir relativ sicher, dass das schief geht. Ich möchte eigentlich nicht ihre Nagelfeile kaputt machen. Gut, chillen wir hier erstmal ein bisschen. Just a day in the park with Rachel Amber. Ja. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. Nee, kann ich eigentlich nicht. The more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Nee, das, Let's not do that today. Kenn ich absolut nicht. Aber dass wir das heute nicht machen, ist eine gute Option, ja. Finde ich auch. Keine Musik. Normalerweise spielt man so ein bisschen schön entspannte Musik, wenn man sich an so einen Ort hinsetzt und nachdenkt, aber hier nicht. Na gut. Dann brauche ich auch nicht weiter sitzen bleiben, dann kann ich ja weitermachen. So. Ich habe da noch Eichhörnchen gesehen. Ja. Die fressen hier den Mülleimer leer. I guess nature doesn't quite provide. Pff, ja, naja. Erschrecken? Naja, gut, okay, von mir aus. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Leute, ja, und dann kommt der Vogel. Alles klar. Was ist das denn hier für ein All-You-Can-Eat-Buffet? Darf jeder mal ran. Ja, echt mal. Bye, you fools. Nice. Und, wer kommt jetzt? Als ob da wieder die Eichhörnchen sind jetzt. Ihr könnt mich doch mal am Arsch. Dann bleibt halt da und fresst euch voll. Reifenschaufeln. Here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Okay, das ist actually ziemlich fucking kreativ. Ja. Wobei die Sache mit den Schwarz-Weiß-Fotos ja eigentlich mehr so Nathan-Style war. Neato. Okay, Widmungstafel. I wonder if I could use this to get the quarter out. Ah, richtig, so war das. In Gedenken an Martin Lewis Prescott, den wunderbarsten Sohn von Arcadia Bay. Ja, leck mich fett. Das können wir auf jeden Fall mal abmontieren, das ist gar kein Problem.
Okay, genau. Mit der Nagelfeile montieren wir das da ab, richtig. Genau. Ja. Hä? Hallo? Das ist Rachels Nagelfeile? Vielleicht behältst du die? Ist das dein Ernst, Mädel? Wow. Stealing a dedication plate takes persistence. Ja, kann ich bitte die Nagelfeile wieder mitnehmen? Nö, ist einfach weg, oder wie? Wow. Falscher Knopf. Na, come on. Ich drücke da unten den falschen Knopf für das Handy. Okay, ach du Scheiße. Da. Hey, aufgepasst. Wells ist auf dem Kriegsfahrt. Oh nein. Ernsthaft, ich versuche nur zu helfen. Ja klar, du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hat richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas Depri, weiß nicht warum. Aber das Spielen mit dir hat ihm gut getan. Das ist so schön. Ja, war auch echt mega spaßig so. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal, wenn wir die Möglichkeit haben. Das ist eine schöne Sache. So, was geht hier unten ab? Da chillen ein paar Leute mit dem Picknick. Initialien. Yuck. Cliché much, AW and OL. AW und OL, wer auch immer das ist. BP and AJ. Keine Ahnung, Alter. Sagt mir alles nichts. Wie geht das eigentlich? Ein Auto geht doch eigentlich nicht zu, wenn man die Schlüssel nicht hat, oder? Also ich verstehe das nie, wie Leute schaffen, ihre Schlüssel im Auto einzuschließen. Ich meine, ich fahre kein Auto, vielleicht bin ich einfach nur blöd und blick nicht, wie das, dass es geht, aber ich meine, wenn ich die Schlüssel im Auto liegen lasse, ist das Auto doch offen. So, dann kann ich doch auch einfach reingehen und die Schlüssel wiederholen. Also, keine Ahnung, was die für komische Autos haben. Okay. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Ist so, ne? Bock doch keinen, ob du deine Schlüssel zum Auto liegen lassen hast oder nicht. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? Ouch. No, I'm not. What kind of food? This has really gone downhill. Shh. She's right there. Wow. Ist das deren Ernst? Hey, Alter, ich sehe doch nicht aus wie ein Obdachlose, oder? Also, eigentlich nicht, nein. Wow. Was ein Arsch, ey. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Ja, gut, okay, ihr könnt mich mal. Vogelnest. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are. Ja, das war schon mega cool. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir Rachel nicht länger warten, ne, bevor die da vorne durchdreht. Und schnappen uns mal diese Münze aus dem Fernglas. So. Auf geht's, aufbrechen. Prescott Power, activate. Nice. Jawohl. Perfekt. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the viewfinder whisperer. Oh, ich glaube, das wäre mehr so ein Fernglasschreier. Mit kräftig Gewalt drauf. So. Und das hier geht? Rachel smells like Jasmine. Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. Alright, here's the game. Oh, you ja. Find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's ah, it. Ah, ja. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Okay, also, eine Statue. They totally stole my third grade art project. Wow, you made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Okay, na gut, alles klar. Händchen halten das Pärchen, na, was habt ihr denn dazu zu sagen? Alright, let's see.
Wechseln wir die Hände, ja. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. What the fuck? Okay. Okay. Okay, nice. Finde ich gut. Ein Vater am Grill. Wer weiß, dass das ein Vater ist. Aber gut. What's going on with these two? Opferung des Kindes. Ja, Mann. And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? Son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow. That was dark. Yep. Too dark? Nope. Perfect dark. Perfect dark, ja, what? Geil. Das ist halt auch wieder so eine, weißt du, das ist auch wieder so eine Anspielung, die funktioniert halt nur im Englischen. Perfect dark, oh man. Also es gibt ein Spiel, das so heißt. Da spielt es wahrscheinlich drauf an. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Ich denke schon. Warte mal, Perfect Dark. Von wem war denn das damals? Das hat aber eigentlich nichts mit Square Enix zu tun, oder? Ich gucke das ganz kurz nach, Leute. Das möchte ich jetzt... Das interessiert mich jetzt. Perfect Dark. Es war ein N64-Spiel auf jeden Fall. Ego-Shooter, dies, das, genau. Schauen wir mal. War von Rare natürlich, ja, ich weiß. Nee, es hat nichts mit Square Enix zu tun. Nee, nee. Okay, dann haben sie einfach nur so den Witz gemacht. Naja, warum nicht? Loving this guy. Ja, der ist interessant. Hosenreißer. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic. But also beautiful. In its own way. Ja, gut. This is fun. Who's next? Okay. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Na, was geht da? Jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Oh, sie hat's vorher gesagt. Nice. Nailed it. Damn, they are really going at it. Aha. Okay, komm. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Was? Rachel? Oh, lol. Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. What the fuck? Okay, yeah, from yours. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent at a party? Be my guest. How gracious of you. Okay, das war ein interessanter Gemütswechsel. They have a bottle of wine. Stimmt, und sie sind asozial. Let's mit denen reden wir nicht. Okay, wow. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. Wow. All right. I'm going in. Try to keep up. Rachel ist schon krass, also. Can we help you? Oh my god. Ja, moin. Alles klar. Talk about committing to a performance. Okay, komm, dann gib mir die. Mach's halt noch ein bisschen unauffälliger, bitte. Oh fuck. Oh thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Warum ist Rachel helfen ein Streitgespräch?
Okay, von mir aus. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Okay, Don't look at me. Look at Baywatch over here. I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. Alter, what? I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. Ja. We'll keep watch while you go. Ja, genau. Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth stat. No. Wow, yeah. Yeah. Definitely needs mouth-to-mouth. Oof. Okay, okay. You can do this. Nein, ja, Rachel. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Okay. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh my god. You're right. Nein. Oh Gott, die arme Rachel, Alter. Oh nein, oh nein. Oh Gott, nein. Hey, wow. I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Oh, good man. Work, everyone. Peace out. Was zur Hölle? Nein. Incredible. You're a hero. Oh nein! Guess I am. Nein. Das kann nicht wahr sein. Wie kann man so blöd sein? Oh Gott. Wow. Here. Einfach wow. You earned this. Ah gut, auf Thanks. Geht's. Oh man. I could use a drink after trying to keep up with you. Oh man. Na, wir müssen die Flasche ja nicht gleich leer machen. I am excessively sober right now. Ja, klar. Right. Okay. Guess we're leaving now. Scheinbar. Aber wo geht's eigentlich hin? Wir müssen irgendwie wieder nach Hause kommen, ne? Das wäre mal ein Foto für Max. Vogel im Sonnenuntergang. Aha, guck mal da. Das Laufen auf der Bahnlinie, das kennen wir doch auch irgendwo her. Check this out. What? Ich glaube, du solltest immer die Flasche wegnehmen. Ach ja. Das kennen wir auch irgendwoher. Ach, ist das schön. Man fühlt sich in dieser Spielereihe einfach wie zu Hause. Das ist ganz komisch, aber das ist, funktioniert einfach. Es funktioniert. Great. It's a pile of trash. Wow. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Ja, ich sage, irgendwas stimmt mit Rachel gerade nicht. Nee, lass erstmal in Ruhe. Chloe, sie wirkt irgendwie ein bisschen I genervt. Really like some space right now. Okay. Wow. Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together.
Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Eigentlich verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Sie erklärt es mir ja schließlich auch nicht. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, ob ich es überhaupt verstehen muss. Wir akzeptieren es einfach erstmal, ob ich verstehe oder nicht. Whatever. Aber ich akzeptiere es einfach mal. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I Alles didn't klar. Say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Stimmt. Jo. Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. Offensichtlich. I can work with that. Score. Nice. Ich weiß nicht, ich glaube, wir geben jetzt erstmal nicht den Schläger. Ich glaube, wir lassen die jetzt einfach wirklich erstmal komplett in Ruhe. So, wenn die von sich aus auf die Idee kommt, ey, ich will auch mal, dann von mir aus, aber ich würde sie jetzt wirklich erstmal in Ruhe lassen, glaube ich. Hey, check it out. I don't always drink beer, but when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Ist es so, ja? Wow, spektakulär. Weil schon ein bisschen mehr drauf ziehen können, oder? Oh, mach was. Siehst du? Na also. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. Wow. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Wow. Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Ja, wow. Tja, Leute, was ist das? Aktuell ist es auf jeden Fall irgendwie eine sehr angepisste Rachel, aus welchem Grund auch immer. Irgendwas ist bei ihr gerade nicht ganz richtig. Das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Tja, und was das zwischen Rachel und Chloe ist? Klären wir im nächsten Part, oder Leute? Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao.